Mein Name ist Oliver Thonhofer, bin 32 Jahre alt und ich bin Operations Manager bei Andreas Schmidt Kontraktlogistik. Ein Operations Manager übernimmt die Aufgabe oder die Führung eines Logistikstandortes und auch die Führung von Kundenprojekten in der Logistik an einem konzentrierten Lagerstandort. Täglich wechselnde Aufgaben machen mir besonders Spaß bei meiner Arbeit, weil kein Tag planbar ist und so ist wie der vorherige. Ich fahre morgens an den Standort, den ich betreue, habe dort Teambesprechungen mit meinen Kollegen auf den Lagerflächen, verfolge den Status des Tages, bedeutet, wie viele Sendungen versenden wir, schaffen wir das Tagespensum, koordiniere mit den Kollegen die Personalbelegung während des Tages aus und betreue auch die Kunden, die wir dort abbilden in diesem Standort. Ich bin übers Studium zur Andreas Schmidt Logistik gekommen, habe dort ein Praktikum gemacht im zweiten Praxissemester, anschließend eine Werkstudententätigkeit hier angefangen und bin dann zum Abschluss meiner Diplomarbeit hier übernommen worden. Wichtig ist, dass man schon jeden Tag sich auch wieder ins Gedächtnis ruft, dass die eigene Laune auch sehr schnell überspringen kann aufs Team. Deswegen sollte man sich aber nicht verstellen, sondern einfach agieren, wie man ist, auch als Mensch im Unternehmen. Und dann wird man auch richtig wahrgenommen und die Mitarbeiter und Kollegen können das auch für sich ganz gut kanalisieren. Mein Name ist Sandra Ulrich, ich bin 35 Jahre alt, bin im Controlling beschäftigt bei der Andreas Schmidt Logistik. Ich habe vor 5 Jahren hier angefangen zu arbeiten, war zunächst mal im zentralen Controlling eingesetzt und bin dann eigentlich über eine Projektphase in das operative Controlling der Spedition so ein bisschen reingerutscht, sage ich jetzt mal. Also ich kümmere mich darum, dass halt die Zahlen aufbereitet werden, dass ich meinem Kollegen, der für die Produktion zuständig ist, sagen kann, was gut läuft und was noch vielleicht nicht so gut läuft, damit er weiß, okay, wo muss ich eigentlich hin, wo habe ich Optimierungspotenzial. Das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, um halt das Gesamtergebnis des Unternehmens zu verbessern. Darum geht es eigentlich. Wir bilden praktisch ein Team, wo man einfach, ja, also jeder hat seinen Verantwortungsbereich, jeder hat seinen Aufgabenbereich. Früher gab es einen klassischen Speditionsleiter, der das gemacht hat. Heute ist das halt ein Team und da bin ich Teil davon. Ich bin halt Zahlenmensch. Also mir macht es halt Spaß, einen wahnsinnigen Boost vor mir zu haben, das Ganze zu ordnen, zu strukturieren, in ein System zu geben, dem Ganzen ein Bild zu geben, ja, und das eben dann an mein Team weiterzugeben. In meiner Freizeit gehe ich gern zum Fischen, weil es mir die nötige Ruhe verschafft, die man braucht, wenn man eine relativ turbulente Woche hatte im Büro oder im Lager. Es kommt für mich kommt es am meisten darauf an, dass man hier Zeit für sich verbringen kann, die Natur genießen kann und sich mit den technischen Themen des Angelns ein bisschen beschäftigt. Kommt darauf an, welche Methode man benutzt, um Fische zu fangen oder welche Platzwahl man trifft, wenn man an den See kommt. Abhängig von der Witterung, ob die Fische eher im Tiefen stehen am Grund oder eher an der Oberfläche. Das sind so die technischen Raffinessen, die man so beachten kann, um zum Erfolg zu kommen. Ich fische, seit ich 12 Jahre alt bin. Habe im Fischereiverein Zusmershausen angefangen und ich bin jetzt hier an diesem See in der Nähe von Tannhausen regelmäßig beim Fischen. Ich bin relativ ländlich aufgewachsen, war auch als Kind immer viel draußen unterwegs und viel am Fußball spielen, eben auch dann beim Fischen. Daher kommt das auch, die Naturverbundenheit. Ich fische eigentlich nur mit Schonhaken, wenn ich Karpfenfischen gehe, was bedeutet, dass da keine Widerhaken verwendet werden, um die Wunde so schonend wie möglich für das Tier zu gestalten. In der Freizeit habe ich eigentlich zwei Dinge. Zum einen bin ich halt schon gerne mit Leuten unterwegs, genieße die Altstadt, ich fahre gerne nach Augsburg auch rein, treffe mich mit Freundinnen, gehe zum Shoppen oder gehe ins Theater auch mal gerne oder auch einfach ins Kino. Und auf der anderen Seite brauche ich auch manchmal einfach so Zeit für mich. Das ist halt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mein Sport mache, das ist so ein bisschen der Ausgleich für mich, für die Arbeit, für das eher geistige Denken. Da kannst du dich halt körperlich ein bisschen einfach auspowern.
Und ansonsten lese ich wahnsinnig gerne, genieße dabei die Natur, bin halt gern irgendwo draußen am See oder eben hier in einem schönen Park und genieße halt dann einfach die Ruhe, die halt so ein Buch ausstrahlt und wenn man eben in diese Geschichte dann halt reinspringen kann sozusagen und ein bisschen abschalten kann. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin dort geboren, bin dort auch aufgewachsen. Die meisten haben ja irgendwie immer so ein bisschen die Vorurteile, dass halt der Schwabe ein bisschen eigen ist und alles. Ne? Das kann ich gar nicht sagen. Also ich bin hier wahnsinnig warmherzig empfangen worden von den Menschen, die ich so kennenlernen durfte, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und empfinde eigentlich eine wahnsinnige Freundlichkeit, die da einem entgegengebracht wird und auch irgendwo ein freudiges Lebensgefühl, das die Leute hier unten ausstrahlen. Und das gefällt mir sehr an der Gegend hier.